Hallo, hallo! Willkommen zurück bei ARK. Ja, wie man schon sehen kann, ups, es hat sich schon ein wenig was verändert seit der letzten Folge. Wir haben da schon ein wenig weitergemacht. Liegt auch daran, dass hier ein paar mehr Leute hier auf dem Server spielen. Und hier ist halt das Zimmer von Lord Pensington, der aber schon ausgewandert ist. Er hat sich ja selbst eine Hütte irgendwo gebaut. Können wir auch gleich mal hinfliegen. Ja, wir haben dann unseren Generator, der ein bisschen Strom erzeugt, damit unser Kühlschrank auch ein bisschen Strom hat. Da sind schon einige Eier gelagert, Frottesfleisch und noch frisches Fleisch. Wobei das Frottefleisch schon mehr ist als das Gute, was noch hier drin ist. Naja, ändert sich vielleicht auch nochmal. So, gehen wir mal nach unten. Ja, hier ist also unser kleiner Lagerraum. Nichts Neues. Hier haben wir noch jemanden rumliegen. Luisa schläft auf dem Boden vorm Schrank. Hat zwar oben auch ein eigenes Zimmer, aber ja. Okay. Ja, hier haben wir dann unseren Ofen. Ziemlich schnell. Hier haben wir dann unsere Werkbank. Die war wohl, glaube ich, schon vorher da, meine ich, bei der letzten Aufnahme. Aber unser Haus von außen ist natürlich auch schon fertig. Haben wir mal so fertig gebaut. Ein paar mehr Tiere haben wir auch, weil, naja, bot sich halt alles so an. Auch ein Grund, warum ich nicht alles aufgenommen habe davon, weil teilweise dauert es dann doch schon etwas länger, bis man ein so ein Tier gezähmt hat. Und wie man ja bei der T-Rex-Folge hier von Annegret gesehen hat, das waren, glaube ich, wenn ich das richtig habe, 3 Folgen oder so, wie es dann gebraucht hat, bis er mal fertig getamed gewesen ist oder sie. Übrigens ein Level up. Könnten wir eigentlich mal eben was vergeben? Was geben wir ihnen mal? Stamina, Gewicht, Melee Damage, Movement Speed, ich weiß nicht. Ich glaube, Stamina ist auch ganz gut. Geben wir mal ein bisschen Stamina mehr. Kann er auch ein bisschen länger rennen. Boah, diese Raptoren hier, wa? Also, das dauert nicht mehr lang, dann baue ich da auch ein extra Zimmer für. Weil das Geräusch, da geht einem nämlich echt auf die Nüsse. Weswegen wir eigentlich auch schon die ganzen Spucker woanders hingelagert haben. Diese hier. Da rennen auch noch irgendwie 2, 3, glaube ich, hier rum. Ja, da haben wir schon ein paar Säbelzahntiger. Einmal Mikesh und einmal Leo. Was zwar eigentlich ein Löwename ist mehr, aber mir fiel jetzt kein anderer ein. Ja, dann haben wir hier draußen. Ja, sind ja eh draußen, aber ich meine jetzt hier vor. Da haben wir was Kleines gebaut, wo dann unsere zwei Delfine drin sind, einmal Flipper und Truller. Dann noch hier 2 Haie. Sharkies unter Wasser. Die 2 habe ich eigentlich fast gleich gezähmt, weil die irgendwo zwischen Steine festgehangen haben oder sowas. Da kamen die nicht weg. Dann habe ich die betäubt und gezähmt. Was natürlich auch wieder gedauert hat. Da ist unser Turm. Ein Wachturm sozusagen. Auch begehbar. Ja, und ich könnte ja mal zu dem neuen Haus hinfliegen, was der Lord Pensington da gebaut hat. Fliegen wir da mal hin. Komm, steig auf da. Dafür müssen wir einmal hier rüber. Ich könnte natürlich auch einen kurzen Abstecher zu unserer Mine machen. Nicht direkt, dass eine Mine, die im Boden geht, sondern die ist halt eher außen gebaut. Und die haben wir deshalb da gebaut, weil da halt ein bisschen Eisenerz vorkommt auf diesen Hügel hier. Könnte ich ja mal eben kurz drüber herfliegen. Wie man hier sieht. Hier Eisen, Eisen.
Und wenn man halt hier oben hingeht, hat man noch mehr Eisen. Ups, da muss er mal eben kurz ein bisschen nachrechnen. Und Kristalle wachsen hier. Ab und zu rennt ja auch schon mal ein Kano rum. Der treibt sich aber mehr in dem Gebiet da rum. Also nicht hier. Ja, dann haben wir hier halt unsere kleine, ja, Außenmine, könnte man sagen. Hier ist dann noch ein T-Rex. Hier sind dann unsere ganzen Spucker. Die ganze Armee. Muss auch schon dabei gefüttert werden. Das hat der Nachteil auf dem Server, der läuft ja halt 24/7 und muss man auch schon mal gucken, ob die noch alle genug zu essen haben. Dann haben wir hier halt so drei Öfen drin oder vier. So eine Werkbank, ein Kühlschrank, der auch schon wieder aufgebraucht ist. Ein Bett zum Spawn, falls man irgendwo stirbt. Überall mit Fenster zum Zumachen. Ja, hier, dann Stallach 13, da war wohl auch irgendwie so ein, keine Ahnung, Lager. In irgendeinem Krieg. So, will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Kann man ja nachgoogeln, dann weiß man das. So, fliegen wir mal weiter. Ja, den Spinosaurier, den wir da halt bei uns im Lager haben, der ist halt irgendwo hier gespawnt. Ich muss ja ganz schön wieder nachrechnen. Ich dachte, die hat mit der Performance gemacht, aber merke ich nicht besonders viel von. Anstatt mal ihren komischen Contest-Dingens da zu updaten, sonst lieber mal sehen, als die Performance im Griff bekommen. Na, ich denke mal, sie arbeiten noch dran. Genauso wie hier dieser Fehler mit den Flügelschlägen. Also dieser Schatten da. Das haben sie auch noch nicht behoben. Sehen die sowas nicht oder? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall hat hier der Lord Pensington seinen Wohnsitz errichtet. Könnte man sagen. Das Tor musste ich für ihn bauen, weil er das Ingrim dafür noch nicht hatte. Ist ein Behemoth Steintor. Halt recht groß, damit auch so ein Mammut da durchkommt. Weil durch diese normalen Tore kommt kein Mammut durch. Da kommt zwar ein T-Rex durch, aber auch noch ein bisschen gepresst eigentlich. Und der Große ist schon ganz gut. So, jetzt haben wir hier halt noch, wo er angefangen hat zu bauen. Wo er auch noch einiges zu tun hat. Wie man ja sehen kann. Und schön ist das. Ja, und wenn man dann mal weiterfliegt, so in die Richtung da hinten. Sollte man nicht so schnell fliegen. Ich weiß nicht, ob das sonst reicht. Von der Energie, weil ich wollte das nicht unten, da unten irgendwo zwischenlanden. Ich weiß nicht, was da für Tiere rumrennen. Eigentlich müsste das reichen. Ich fliege noch zur falschen Seite, ich muss dahin. Vielleicht kommt ja den einen oder anderen die Stelle bekannt vor. Auch von einem anderen deutschen YouTuber, der wohl sehr bekannt sein sollte. Wahrscheinlich erkennen auch schon so einige die Stelle hier. Wenn man da mal so näher ranfliegt, da ist so eine Zitadelle oder was auch immer das sein soll. Jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer fliegen, sonst habe ich gleich keine Energie mehr. Und da muss der Vogel notlanden und hier rennen halt auch schon mal so ein paar Raptoren und so weit rum. Da unten ist noch ein Spino. Der normalerweise weiter da so rumvegetiert. Ja, und dann fliegen wir hier mal so lang. Nochmal kurz ein bisschen Gas geben. Vielleicht reicht es ja doch noch. Ja, wahrscheinlich gerade eben. So, und dann haben wir hier so eine Stelle. Die dürfte eigentlich dann auch jeder kennen. Das ist halt die Stelle, wo der Gronkh am Bauen ist.
Da haben wir dann auch mal so ein Häuschen hingepflanzt. Oder zumindest ich hatte da mal angefangen, einfach so ein paar Podeste hinzubauen. Und ein anderer Kollege ist dann hingegangen und lauf doch nicht so weit weg. Aber du blöden Vogel, bleib stehen. Da hat die immer so weiterlaufen müssen. Was soll das? Können wir ja mal eben hingehen. Sieht halt ein bisschen anders aus, wie wir gebaut haben. Sollte auch nur so ein bisschen eine kleine Hütte sein. Zumindest steht da ein Bett drin zum Spawn. Ein Kühlschrank, ein normaler Schrank. Mortar und Pestel und dann hier noch ein Lagerfeuer. Nach oben kann man auch aufs Dach. Braucht man aber eigentlich nicht. Machen wir die Tür mal wieder zu. Und hier unseren schönen Wasserfall. Der auch sehr schön aussieht. Ja. Und wer weiß, was man da noch so weiter baut. Ich kann es noch nicht sagen. Fliegen wir erstmal wieder zurück. Ich hatte nämlich eigentlich vor, noch mit unserem Steineklopper ein paar Steine zu besorgen. Weil ich hatte vor, so ein Tresor zu bauen. Aber der braucht halt ziemlich viel von diesem, Cementing Paste. Einmal 50 oder 60, glaube ich, so Cementing Paste. Und dann einmal noch diese, so eine Polymer-Beschichtung oder sowas. Oder Polymerplatten. Und da braucht man halt einiges an Cementing Paste für. Weswegen das eigentlich schon mal ganz gut ist, dass sie diese komischen Trilobiten da eingebaut haben. Damit kann man dann schon recht schnell halt Perlen und Öl und auch Chitin bekommen. Ist eine recht gute Sache. Braucht man nicht hier ständig in irgendwelchen Höhlen rumtigern. Weil die ja auch sehr gefährlich sind, zumindest wenn man alleine ist. Ich meine, die Höhle, die hier bei uns in der Nähe ist, da vorne irgendwo, die ist eigentlich noch recht, leicht würde ich nicht sagen, aber da kommt man noch gut durch so. Und eine andere Höhle, wo ich mal gewesen bin, das war echt, also, uiuiui. Da bin ich dann gerade noch mal irgendwie so rausgekommen, aber meine Rüstung, und ich habe eine Eisenrüstung, die war total kaputt. Also da war keine Chance mehr. Irgendwie. Nee. Vor allem die Fledermäuse. Die nerven auch. Und dann die ganzen Schlangen da noch. Und Skorpione und alles. Unglaublich. Ja, jetzt rennen wir noch nicht volle Füße, du blöden Vogel. So, dann haben wir hier schon mal Anke. Und der Steinklopper ist ja dann wenigstens leer. Ja, ist eigentlich leer. Ich komme hier den Flint, den schmeißen wir weg. Den brauchen wir nicht. Das Holz kann auch weg. Brauchen wir auch nicht. Ich brauche nur Steine. So, gehen wir mal raus. Jetzt komme ich ja wieder nicht durch, weil alles wieder im Weg geparkt ist. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Setz die Scheißviecher nicht immer hier genau vorm Eingang. Ja, hau ab da, ey. Mann. Zigmal gesagt, setz den Scheiß doch nicht immer hier im Weg. Nein, immer wieder vor der Tür. So. Auf zum Steine kloppen. Ja, Musik habe ich erst einmal ausgelassen. Könnte ich natürlich auch noch anmachen. Nur, ja, ist halt meine Minecraft-Playlist, die ich da eigentlich habe. Die ja eigentlich auch ziemlich vielfältig ist, so von der Art der von Musik. Nur, muss das unbedingt.
Die Strandgeräusche sind auch ganz schön mit den Möwen. Der Dumme ist, hat er natürlich auch den ganzen anderen Kram noch mit abbaut. Also wenn man jetzt so davor steht und dahinter ist ein Baum oder sowas oder irgend so ein Gestrüpp, dann baut er das meistens auch noch ab. Was man eigentlich ja nicht braucht. Aber er baut's ab. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist das schon eine bessere Methode, Steine abzubauen, als wenn man das von Hand macht. Wobei es von Hand mittlerweile auch schon schneller geht. Wenn man so über den Strand läuft, kann man ja auch Steine aufsammeln. Geht eigentlich auch. So wie hier jetzt. Zack. Ja, doch nicht, lässt den Baum doch stehen. Okay. Aber dieses ganze Flint, was er damit einsammelt, brauche ich nicht. Jetzt hat er den Baum mitgenommen. Brauche ich doch gar nicht. Was will ich mit so einem blöden Baum? Brauche ich nicht. Schmeiße ich da eh wieder weg. Brauch Steine. So. Wieder so ein Brocken kaputt. Der nächste Brocken. Wie man sieht, er braucht nicht besonders lang, um so einen Stein klein zu kriegen. Während man, wenn man da selber drauf rumkloppt, mit einer Axt oder Pickaxe oder weiß der Geier was, dann braucht man das schon mal länger für. Und wieso kommt er da nicht durch jetzt? So, hier. Steine. Weg. Brauche ich nicht. Kannst du wegfressen. Mal eben kurz so. Ach, da hinten ist wieder so ein Krokodil. Hat eine Schildkröte gefunden. Komm mal her, ich mach die direkt kaputt. Keine Chance gegen Anke. Ist schon recht stark. Halt bloß da. Er schwimmt weiter. Kommt er jetzt hier hin? Lass ihn mal herkommen. Mach ich direkt platt. Je nachdem, wie stark der natürlich ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Kann man ja so nicht sehen. Aber wenn er mich angreift, ist er selber schuld. Nämlich keine Chance. Da ist noch so ein Flipper. Länger. Voll ist er aber noch nicht. Da geht also noch was rein. Ich weiß noch, ganz am Anfang hatte ich voll Schiss vor dem Viech. Heutzutage ne, brauche ich ja da nicht mehr Angst vor zu haben, weil ich bin mittlerweile schon Level 73. Und ich glaube, bei der letzten Aufnahme war ich noch Level 62, 63 oder sowas. Und die Level sind ganz gut hochgegangen, als wir unser Fort ausgebaut haben. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist.
So, den haben wir dann auch. Wird langsam schon ein bisschen schwerer. Könnte ich da eigentlich auch schon was wegschmeißen. Erstmal muss ich hier von dem Krokodil weg. Da ist auch noch ein Steinchen. Komm, den fressen wir auch noch auf. Bevor ich irgendwas ablade. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie die Affen jetzt da eingebaut haben. So, Baum und Stein auseinandergenommen. Das ist ja auch mal was. Brauche ich aber alles nicht. So, jetzt können wir erstmal hier wieder den ganzen Tünnef, den ich nicht brauche, wegschmeißen. Flint, Tetch, alles weg, brauche ich nicht. Ich brauche nur Steine.